frag mich warum, aber es funktioniert. Es hat zumindest funktioniert. Dieses, ja. Also sie schrubben jetzt den Boden auf dem Wasser. Frag mich nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt kann man hier auch so eine Pumpe installieren. Mit dieser Pumpe können die dann halt frisches Wasser nehmen. Und die können dann auch hier zum Waschen. Wobei, das müsste ich eigentlich anders bauen. Eigentlich müsste ich das Klo am Rand hier bauen. Also, das hat halt eigentlich auch nichts damit zu tun. Man kann halt auswählen, in welcher Richtung die laufen, wann die dann halt sich waschen müssen. Das heißt, das Klo müsste ich eigentlich woanders hinbauen. Wir können zum Beispiel erstmal hier hinbauen. Und das zum Waschen kann hier hin. Und wenn die dann rausgehen, dann müssen die sich halt vorher waschen. Also das Spiel erinnert sehr an RimWorld erstmal. Auch wenn das jetzt von Clay Entertainment ist, erinnert es jetzt erstmal an RimWorld, weil diese ganzen kleinen Sachen und ihr habt es vielleicht schon gesehen, die sind so viele Sachen, specific Heat Capacity. Wofür soll nur ich die wissen in dem Spiel? Ja, Physikkurs. Ja, die schrubben das Wasser, das ist Standard, ich weiß. Machen die hier auch, das ist ganz normale Arbeit. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr merkwürdig, aber gut. Ich meine, es wäre halt echt problematisch, wenn man es so nicht lösen könnte. Weil man kann es zwar filtern, aber erst viel, viel später. Tja, Essen brauchen die auch, ne? Die haben zwar hier noch ein bisschen Essen, deswegen ist das nicht das allererste, was man machen muss. Was wir aber machen müssen ist, wir müssen uns schon mal darum kümmern, wo die, sorry, wo unsere, ich sag mal, Altlasten hinkommen. Das heißt, das jetzt hier, Polluted Water, oder wenn man auf Klo geht, kommt halt da auch Dreck raus. Das ist diese Anzeige übrigens. Ja. Polluted Dirt kommt dann da raus. So, und das können wir hier zum Beispiel machen, dass nur, wenn man nach links geht, da muss man sich dann waschen. Und ich denke mal hier, das sieht gut aus. Hier ist schon Polluted Water. Wir können bis hierhin uns durchbuddeln. Das dauert zwar jetzt ewig, aber gut. dann können wir das aber hier ablassen. Ich meine, die haben eh jetzt noch nicht so viel zu tun. Wir können dann hier gleich auch Essen herstellen. Wir machen erstmal alles auf dieser einen Ebene. Unser nächster kommt bald auch. Im nächsten Zyklus, im nächsten Tag, sage ich mal einfach. So, jetzt wäscht sie sich ihre Hände. Ganz brav. Und das hier wird leerer, das wird voller. Das Frischwasser kriegen sie jetzt hier durch. Und später ist mein Plan dann, dass ich einfach ja von hier aus das Wasser hier reinlassen kann. Das heißt, es kann immer meine Basis so gesehen sein. So, die haben jetzt hier erstmal einiges zu tun. Das nächste, was ich auf jeden Fall brauche, sind verschiedene Dinge, wie jetzt zum Beispiel Sauerstoff. Sauerstoff, das können wir uns alles hier anzeigen lassen. Im Moment ist das alles noch in Ordnung. Hier unten sieht es zum Beispiel schon sehr schlecht aus. Das heißt, hier müssen wir dann dafür sorgen, dass hier auch Sauerstoff hingeht. Soweit ich das, ich mache mal eben auf Pause, soweit ich das jetzt auch verstanden habe, das Spiel ist gar nicht so blöd dann auch gemacht. Kohlenstoffdioxid ist schwerer als normaler Sauerstoff hier. Sinkt nach unten. Das heißt, wenn wir hier unten dann auch für Sauerstoff sorgen, also wenn, dann müssen wir unten Sauerstoff reinpumpen. Wenn wir nur Sauerstoff hier oben reinpumpen, wird das nie da unten gehen. Weil es gibt auch so den Gasdruck hier. Wird hier in dem Spiel auch berechnet. Die sorgen dann dafür, dass das dann halt auch... Irgendwann kann man nicht mehr Luft da reinpumpen oder mehr Gas. Das funktioniert dann einfach nicht. Also das haben die alles bedacht.
was wir auf jeden Fall brauchen. Aber wir brauchen erstmal Raw Metal. Raw Metal ist hier. Oh, das ist auch Raw Mineral. Das ist ein normales. Normalerweise kriege ich das immer so nebenbei. Kupfer gibt es normalerweise überall. Okay, da ist ein Problem gerade. Ist ja mies. Hier ist nirgendwo Kupfer oder. Also Minerale habe ich ganz, ganz viele. Jetzt haben wir anscheinend irgendwo was gefunden. Wenn ich mich gerade frage, was? Kupfer. Wahrscheinlich ein Ding. Aber es reicht, um diesen Generator herzustellen. Mit diesem Generator können wir dann halt auch, das reicht jetzt aber schon wieder nicht, können wir hier Algen zusammenpressen in so eine kleine Bar. Ist ziemlich ekelhaft, aber es funktioniert. Wir können eigentlich das hier nach oben bringen und dann machen wir nämlich Folgendes. Wir bauen das hier einfach alles ab. Das muss jetzt auch nicht ordentlich sein. Weil das ist jetzt hier einfach wirklich, baut das alles ab. Damit wir ein bisschen mehr Erz haben. Hier ist ganz viel. Also wenn wir erstmal hier sind, es dauert zwar, die müssen ganz schön viel buddeln bei mir, aber dann funktioniert das Ganze auch. Ja, was wir machen können, ist auch schon mal. Können wir erstmal hier überall hinbauen, damit es einfach schneller geht. Diese Storage Container. Hier sehen wir auch, was es hier schon noch gibt. Natural. Was ist ein Natural Gas? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Geysir. Oh, das können wir bestimmt für irgendwas nutzen später. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Ein Geysir. Aber es gibt hier zum Beispiel dann Hydrogen. Das können wir dann natürlich Chlorine, also Hydrogen können wir natürlich dann später umwandeln und können damit Energie erzeugen. So. Ja, ich wollte auf jeden Fall mal wieder ein bisschen öfter streamen eigentlich, nachdem ich jetzt schon wieder so lange eine Pause gemacht habe, arbeitsbedingt und so. Aber ich denke eigentlich immer, ich kann ja eigentlich immer mal auf den Stream-Button klicken. Ist eigentlich kein Problem. So, hier muss man extra das anklicken, weil hier ist irgendwas vergraben. Muss man dann halt extra anklicken. Kollege, mach das mal. Für, ach ja, genau, damit ich hier. Das ist natürlich auch schwer. Hier muss ich dann. Wobei, das bleibt ja dann hier unten, ne? Wenn jetzt hier oben zum Beispiel. Hier oben ist zum Beispiel scheiß Luft drin. Das wird dann nach unten sinken. Das kann man sich dann anschauen. Ich sollte sowieso. Jetzt habe ich Algen zum Beispiel. Jetzt kann ich dafür schon mal sorgen, dass ich hier unten. Wofür brauchen wir aber Energie wiederum? Alles nicht so einfach. Aber hier unten können wir jetzt dann halt für Sauerstoff sorgen. Ich kann den jetzt halt hier, ja, ich weiß gar nicht genau wohin. Ja, aber ich würde den, das sieht ja alles sehr gut aus. Very, very breathable. Ich sollte es hier unten aber machen. Breathable. Was fällt denn hier runter? Ach, von da oben. Alter, der härtet sich dann wieder. Das ist wahrscheinlich Sand einfach nur. Wir tun es einfach mal hier hin. Fertig. Jetzt muss ich das hier wieder ausbuddeln. Das ist ja fies. Sand. Ja, und wir sehen auch schon, jetzt hier ist ein Zeichen No Wire Connect. Das heißt, wir brauchen dann auch wiederum genug hiervon. Und das macht man aber ganz einfach. Das kann man dann halt hier überall hinlegen. Ohne dass wir nochmal neu buddeln müssen. Und es geht auch unter diese Tiles. Unter unserem Fußboden kann man das auch legen. So, das ist jetzt ganz schön lange für das eine Ding hier. Ganz schön viel Kupfer, was wir dafür brauchen. Aber gut. So, hier kann auch alles rein. Damit ist hier Transportweg ist ein bisschen schneller.
Gut, dass ich bald hier noch einen neuen bekomme, weil das ist ganz schön Lauferei hier. So, F ist also die Jobs. Gut. Ja, hier ist ganz viel, aber das kenne ich schon eigentlich alles. Bisher war das auch noch alles kein Problem. So, das ist jetzt so ein Manual Generator. Hier können Sie sich draufstellen und dann ordentlich treten, wie so eine Art Hamsterrad. Ist das. Und da deswegen habe ich auch geguckt, welcher derjenige ist, der ein bisschen schade, dass man nicht. Ich krieg's nicht hin. Schade, dass man nämlich. Nee. Ja, doch nicht sofort sehen kann, wo alle sind. Also man kann die hier anklicken und dann kann man hier gucken, was sie für Stats haben. Weil es geht darum, derjenige, der die höchsten Athletics hat, der kann natürlich hier sehr gut Energie für Energie sorgen. Aber da fällt immer noch alles herab. Ne? Das wird auch noch öfters passieren. Warum? Warum kann man das jetzt hier nicht? Too much? Ja, warte mal. Müssen wir jetzt aber irgendwie. Okay, das ist gut. Ein bisschen blöd jetzt. Aber dafür war es das jetzt auch mit dem Sand. Achso, ja, sie hält die Luft ein bisschen an, weil. Ja. Hier unten ist halt schlichte Luft. So, aber das wird bald ein Ende haben. Da oben ist Kupfer und Algen haben wir auch. Die ganzen Algen brauchen wir halt erstens für die Nahrung und zweitens für diese Sauerstoffkanone. Oder hat wieder einer gefurzt. Ah, schön, dass du fragst. Ah, Maltanis. Ja, und mich gibt's noch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Bottom Reaper wirklich noch groß was machen wird. Ich glaube, der hat im Moment nicht so Bock drauf. Ich zock auch im Moment nicht so viel. Der hat immer noch mehr mit Arbeit zu tun und Wohnung und Privatleben. Ich bin da ein bisschen freier irgendwie. Zumindest tue ich nicht so, als wenn ich was zu tun hätte. Also ja, mich gibt es auf jeden Fall noch. Ich wollte mal wieder ein bisschen mehr streamen. Oh ja, wie sieht es aus mit Arbeitseinteilung? Das gibt es auf jeden Fall noch. Das ist das hier eben. Ach nee, da ist noch was anderes. Hier Jobs. Kann man auch machen. Wie bei RimWorld, ganz genau so. Habe ich aber jetzt noch nicht wirklich groß gemacht, weil. Es kann nicht schlecht werden, sage ich mal, außer man macht zum Beispiel Essen. Aber kochen kann jetzt hier keiner großartig. Aber sowas, das sind halt so Sachen, das kann ich halt wegmachen. Oder zum Beispiel Power. Ich habe jetzt hier aber keinen, weil die sind alle irgendwie verletzt. Stimmt eigentlich. Warte mal, war hier nicht einer, der eigentlich ziemlich gut war? Ja. Minus 3. Weil da könnte man zum Beispiel dann auch, da lohnt es sich zum Beispiel, dass man halt einen nimmt, der besonders schnell natürlich ist. Ah, jetzt ist einer bereit. So, das können wir jetzt hier auch eben machen. Dann kann man eben jetzt hier sich einen neuen raussuchen. Ach, guck mal, da ist auch einer, der kochen kann. Den könnte ich ja nehmen. Ist aber leider ein Slow Learner. Leider kann man aber jetzt nicht mehr schaffen, dass wir einen neuen bekommen. Es geht nicht mehr. Tinkering. Ich kann auch den nehmen. Der kann eigentlich alles ganz gut. Ja, Slow Learner ist eigentlich immer. Dafür ist der echt nicht schlecht sonst. Und der kann halt kochen. Wir nehmen einfach mal den. Er kocht halt den ganzen Tag. So, jetzt können wir aber hier. Ne, anscheinend doch noch nicht.
Die sind noch nicht ganz oben angekommen mit dem